Und damit herzlich willkommen zurück an Deck hier bei Tortuga A Pirate's Tale. So, wir werden mal gucken. Zum einen müssen wir mal gucken, ob wir nochmal Mannschaft brauchen. Haben diesen Landgang echt nötig. Ja, hier können wir nämlich nochmal Mannschaft anfordern. Sucht ihr nach Beute, Zerstreuung und Abenteuer? Dann alle Mann an Bord! So, das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir nämlich schon mal einen Punkt hier gut vorgearbeitet für unseren Auftrag, ne? Fast die Hälfte haben wir damit schon erledigt. Und was wir noch mal machen werden. Da müssen wir noch mal überlegen. Da müssen wir hier noch mal gucken. Genau, wir haben einen Slot noch mal frei. Ne? Für unseren wunderbaren Captain. So, da müssen wir mal gucken. Euch wird wahrscheinlich was auffallen. Wir scheinen einen nicht unerheblichen Bug zu haben. Ne? In der letzten Folge, wo wir unsere Beute aufgeteilt haben, haben wir schon deutlich mehr Level gehabt und wir hatten auch mehr Skillpunkte, die wir verteilen konnten. Wir scheinen mal einen weiteren Bug gefunden zu haben. Denn wir haben jetzt im Moment einen Slot für einen Kapitän frei. Da würde ich eigentlich gerne ihn hier mitnehmen. So. Einverstanden. Ein volles Haus. Den nehmen wir mal mit. Großartig. So, dann haben wir nämlich einen weiteren Captain. Und da können wir direkt mal gekonnt gucken, dass wir ihm mal ein vernünftiges Schiff unter den Hintern packen. Ja, ne? Da werden wir ihm nämlich mal die Flöte geben. Nämlich diese hier. Und dann haben wir eine einigermaßen vernünftige Flotte mal. So, und dann können wir gleich sagen, dass wir das kleine Schiff hier verkaufen. Jetzt haben wir von ihm nämlich ein Schiff bekommen. Was aber kein Mensch braucht, ne? Weder mit Ausbauten, das kann direkt weg. Gute Arbeit. So. Jetzt können wir noch größere Fische jagen. Oh, hat mich Nisa überrascht, glaube ich das? Scheine mir ein bisschen was weggeholt zu haben. So, Mannschaft können wir nochmal neue mitnehmen. Und Abenteuer, dann alle Mann an Bord. So, dann gucken wir mal, ob unsere Mannschaft vollzählig ist. 120. 88 und 108. Und so, das Einzige, was wir jetzt natürlich gucken müssten, rein theoretisch müssten wir jetzt erstmal nach Tempa segeln, um uns Carper-Ausrüstung zu holen. Denn hier haben wir noch weder Hängematten noch Carper-Ausrüstung drin. Markt werden wir auch noch mal kurz gucken. Da brauchen wir nämlich noch ein bisschen mehr an Lebensmitteln. Da unsere Mannschaft jetzt um einiges größer geworden ist. So, Holz können wir abwerfen. Das sollte erstmal noch reichen. Das sieht auch noch gut aus. Können wir nochmal auf 20 auffüllen. So, hier füllen wir euch nochmal auf. Mit unserer Mannschaft hier nicht zum Anfang direkt anfängt rumzumucken. Ne? Das kann runter. Das sieht gut aus. Da können wir zur Not noch mal ein bisschen auffüllen. Das kann runter. Das sieht gut aus. Da können wir zur Not auch noch mal ein bisschen was auffüllen für 10 Tage. Und Kakaorisch auch noch mal. Im Moment haben wir noch genügend Geld über. Das ist also nicht so das Problem. So, Grog sollten wir immer genügend dabei haben. Kanonenbälle können wir ein paar runterschmeißen. Ganz so viel davon brauchen wir nicht. Und seht ihr, schon haben wir wieder einiges an Laderaum freigeschaufelt. Hier werden wir mal ruhig auf 40 gehen. Falls wir mal wieder Aufträge kriegen. Ich weiß nicht genau, was sie mit dem ganzen Zeug wollen. Es nimmt nur Laderaum von wichtigeren Waren ein. La Pesca. Ne, brauchen wir aktuell nicht. So, da müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja. Ich meine, gut, die Karavelle werden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Die ist schon ein bisschen zu weit weg. Hier hätten wir nochmal eine Militärkorvette, wie es aussieht. Ja.
das schien mir eine Militärkorvette zu sein. Segeln wir mal in die Richtung der Hoffnung, dass wir vielleicht die Militär-Dingsbums, ne? Die Karavelle nochmal erwischen. 504, das sieht mir nach einer Flöte aus. Ja, scheint eine Flöte zu sein. Das ist noch nicht so interessant für uns. Bin ich mal mega gespannt, ob wir die Karavelle nochmal zu Gesicht kriegen. Weil die würde ich schon ganz gerne haben. Bin ich ehrlich. Bin ich vollkommen ehrlich zu euch. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in einem neuen Gebiet gelandet. Okay. Müssen wir gleich mal gucken. So, lass uns mal überraschen. Sind wir auch das erste Mal in Galveston, dann können wir die Küste hier gleich mal absegeln und gleich mal gucken, was wir hier so finden. Ja. Aber wo auch immer die Karavelle hingesegelt ist, die wird wahrscheinlich weg sein. Die werden wir wahrscheinlich nicht mehr finden. Das ist natürlich ein bisschen schade. Das wäre so das erste Großkampfschiff, was wir uns da schnappen könnten. Das wäre jetzt nicht zu unterschätzen. Ein wunderschönes Städtchen. So, wäre ja schade, wenn das hier jemand überfallen sollte. Das brauchen wir nicht. Mannschaften haben wir anscheinend voll. Hier werden wir uns nochmal Informationen holen zum Piratenversteck. Und dann können wir rein theoretisch direkt weiter segeln. Ne? Wartung, haben wir hier nichts weiter. Gute Arbeit. Jetzt können wir noch größere Fische jagen. Oh, der Rest passt alles noch. Na gut. Ablegen. Ja. Gleich wieder auf Vollzeug setzen und ab dafür. Segeln wir hier einfach mal die Küste runter. Wir müssen nämlich mal gucken, denn es gibt hier immer mal zwei Damen, die ich eigentlich mal ganz gerne hätte. Oh, da mal Piratenkonvoi. Der auch nicht gerade schwach aussieht. Wir sind wohl lebensmüde. Ui. Uiuiuiui, okay. Das wird nicht zu unterschätzen, der Kampf. Aufgewacht! Es geht an die Arbeit! Da müssen wir mal gucken, ob wir das so gut einfach hinkriegen. Die haben nämlich ordentlich Mannschaft an Bord. Da bin ich jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt mal tierisch gespannt. 150 Mann Mannschaft. Oh. Das ist halt mehr, als wir insgesamt haben. Könnten wir halt höchstens komplett auf Risiko gehen. Da müssen wir mal gucken. Da können wir nur auf komplettes Risiko gehen. Oh, Zug beenden. Den müssen wir auch erstmal drehen. Das Linienschiff hat natürlich ein Problem. Wissen wir schon, was als nächstes kommt? Tja, die große Frage ist natürlich, ob wir unseren Skill mit der Schrotmunition noch bekommen haben. Ob das gespeichert wurde. Aber das Linienschiff müssen wir uns auf jeden Fall schnappen. Volle Kraft voraus! Das Linienschiff müssen wir unbedingt holen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ja. Gucken wir mal, ob das hier mit Streumunition schon funktioniert. No. 150 Mann und immun. Okay. Er hat unsere Skills leider komplett resettet. Das ist natürlich nicht geil. Haben wir einen ganz schönen massiven Bug gefunden. Das ist natürlich echt ärgerlich. Das ist jetzt nicht gerade zu unterschätzen. Das könnte jetzt schon gefechtsentscheidend sein. Das könnte schon gefechtsentscheidend sein. Das ist jetzt nicht zu unterschätzen. Das ist ein ganz schönes Problem, was wir hier gerade haben.
So, hoffen wir mal, dass wir hier irgendwas von der Panzerung zumindest runterknuspern können. Hier müssten wir nach Möglichkeit auch irgendwo gucken, aber das wird schwierig, ne? Wenigstens von hier aus. Von hier aus könnte man versuchen, die Breitseite nochmal runterzuschießen. Ja, mal gucken, ob wir da noch ein bisschen Schaden machen können. Ja, das hat nicht so schlecht gesessen. Damit können wir schon mal arbeiten. Ja, allein die Fregatte ist halt schon ein Problem. Uiuiui. Das Linienschiff hat uns mal richtig eingeschenkt, hm? Das Linienschiff hat uns leider ordentlich eine mitgegeben. Hm. Tja, hier können wir versuchen, ob das noch funktioniert. Wir müssen halt erstmal versuchen, eine Seite runterzuschießen, hm? Die Seite ist einmal wichtiger. 54. Das hat gut gesessen. Das war mal gar nicht verkehrt. So, und auf die Seite können wir sogar auch noch schießen. Nicht schlecht. Das hat sich schon mal gelohnt. So, jetzt haben wir natürlich ein leichtes Problem, ne? Hier könnte man noch mal gut Schaden machen. Das müssen wir versuchen, ob das funktioniert. Mit ein bisschen Glück können wir die Bordseite direkt durchschießen. So, das wären noch 13. Da brauchen wir jetzt großes Glück. Ja, sehr gut. Die Bordseite ist weg. Ab jetzt können wir anfangen, die Mannschaft runterzuschießen. Mit dem Herz am rechten Fleck kann uns niemand aufhalten. So. Großes Problem ist natürlich, mit dem Schiff können wir gar nichts großartig anstellen, ne? Höchstens von hier aus. Dass wir zumindest die Fregatte noch runtergeschossen bekommen. Ja. Gucken wir mal. 40 Struktur hat das Ding noch. Naja, 18 immerhin. Oh, die geben uns ordentlich Saures. Uiuiuiui, geben die uns Saures. Jetzt haben wir auch leider wieder nur eine Seite erwischt, wo wir nicht rankommen, ne? Höchstens von hier. Das könnte man versuchen. Wir müssen halt unbedingt die Mannschaft runterschießen. Versuchen wir es erstmal regulär mit Munition. Und Feuer. Na, leider nur 6 Mann. Zu wenig. Endlich! Bin beinahe eingeschlafen. So. Kommen wir leider auch nirgendwo ran, ne? Wo es uns was bringen würde. Das ist minimale Wahrscheinlichkeit, dass wir da treffen. Das ist echt ärgerlich. Einzige, was wir versuchen können. Problem ist halt, wir verlieren sonst unsere Militärkorvette. So, hier werden wir mal versuchen, ob wir hier mit Kettenmunition was schaffen. Ui, ordentlich sogar. Ui, fast sämtliche Segel runtergeballert. Das hat sich gelohnt. So, das sieht auch gut aus. Können wir nochmal schön mit Streumunition draufschießen. So, 40, 140 Mann. Gucken, ob wir da was runtergeschossen kriegen. 13. Hm, naja. So.
wir kommen leider wieder nirgendwo ran, wo es uns was bringt, ne? Höchstens hier. Höchstens hier. Wir müssen halt erstmal ein ganzes Ende der Mannschaft runterschießen, bevor wir hier entern können. So, 127 Mann Besatzung. Hier können wir uns auch mal unsere effektiven Kanonen setzen. Und Feuer. 18, naja, immerhin. So, dann kommen wir irgendwo hin, wo wir vielleicht effektiver schießen könnten? Nee, ne? Sind wir natürlich wieder in der Gefahr, dass unsere Kanonen beziehungsweise, dass sie uns durchschießen, ne? So, wenn sich mehrere feindliche Schiffe in Reichweite befinden, kannst du zwischen den Zielen mit den Pfeiltasten am oberen Rand wechseln. Denke daran, dass du beide Breitseiten deiner Schiffe im selben Zug abfeuern kannst, wenn sich auf beiden Seiten Feinde befinden. Beachte, dass jedes einzelne Kanonendeck einen Aktionspunkt zum Feuern benötigt. Ja, hatte ich euch auch bei Gelegenheit schon mal erzählt. Hm? So, 109 Mann Besatzung. Gucken wir mal. 11 Mann. Sehr gut. Das war besser als erwartet. Mit dem Herz am rechten Fleck kann uns niemand aufhalten. So, 98 Mann Besatzung. Theoretisch gesehen hätten wir jetzt schon mehr, ne? Leider Gottes können wir nirgendwo wirklich hinsegeln, wo es uns effektiv was bringen würde. Höchstens hier. Lass doch sagen, wir versuchen mit Kettengeschossen die Fregatte noch zu erwischen. Ne? Das könnten wir versuchen. Sehr gut, sämtliche Segel runter. Oh, das war unsere Dings. Volle Kraft voraus. Uiuiuiuiui. ...98 Mann Besatzung. Wir versuchen mal schon zu entern, was soll's. Im besten Fall können wir nochmal mit weiterer Streumunition draufschießen. So, das sieht nämlich... Naja, wobei, das klappt schon nicht mehr, ne? Höchstens von hier. Aber das ist dann halt nicht effektiv. So, 98 Mann. Leider gar nicht getroffen. Das hat leider gar nicht getroffen. Das könnte funktionieren. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Brauchen wir aber auch wieder ein bisschen Glück. Oh, Kartätschen, 98 Mann, mal gucken. 16 Mann weniger. Oh, das war schon ordentlich. Damit können wir arbeiten. So, hier müssten wir jetzt auf volle Gefahrenstufe gehen, würde ich sagen. Oder? Problem ist, wir verlieren das gesamte Schiff, wenn was schief geht, ne? Aber wir versuchen es einfach. Bei so einer Beute müssen wir halt einfach mal volles Risiko gehen. Da haben wir gar keine andere Wahl. So. Kommen wir hier irgendwo hin, wo wir vernünftig schießen könnten? Ist doch wirklich, ne? Es sei denn, wir gehen Breitseite und Längsseits. So, Kartätschen und Feuer. 7 Mann, immerhin. So. Richtet die Augen auf das Ziel! Hier hätten wir die gleiche Möglichkeit nochmal, ne? Versuchen wir auch nochmal, ob wir nochmal Schaden machen können. 54 Mann und Feuer. 3 Mann. Naja. Immerhin. So, dann.
60%. Wir gehen mal auf Nummer sicher. Ein weiteres Schiff fürs Regal. Sehr schön. Hat funktioniert. Damit gehört uns ein Linienschiff. Richtig nice. So. Können wir aktuell nicht so wirklich hundertprozentig drauf ballern, aber. Wir versuchen es trotzdem mal. Sind jetzt aktuell noch 22 Panzer. Mal gucken. Hat nicht ganz gereicht, schade. Hat nicht ganz gereicht. Egal, wo wir es hinsteuern, wir kommen nicht wirklich ran. Ne? Können wir höchstens versuchen, ob wir hier Glück haben. Aber die Gefahr ist, dass wir jetzt unser eigenes Schiff treffen. Ne? Ja, der haben unser eigenes Schiff erwischt. Zwar nicht für viel Schaden, beziehungsweise das Linienschiff haben wir erwischt. Ne? So. Entern kommen wir leider noch nicht ran. Und alles andere bringt uns nicht wirklich was. Ne? Bisschen ärgerlich. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen Schaden machen können. Ja, geht. Ist noch okay, ist noch im Rahmen. Gucken wir mal. So, das ist unser Hauptschiff mit 113 Mann. Müssten irgendwo rankommen, wo wir die gesamte Breitseite abfeuern können. Das ist halt nicht optimal, ne? Gucken wir mal, ob wir hier nochmal. Na, wobei, wartet mal. Na, wobei, doch, müssen wir schon. So, 90 Mann. Hat gar nichts getroffen, das ist ja auch toll. Los, Männer! Singt, dass die ganze Welt uns hören kann! Das ist ja auch mal toll. So, dann müssen wir es dann hier nochmal versuchen. Attachen, 90 Mann runter auf. Naja, das war schon ein besserer Treffer. Das war ein sogenannter Deckfeger, ne? Schön von hinten komplett übers ganze Schiff geballert. So, Zug beenden. So, dann wollen wir mal gucken. Theoretisch könnten wir schon entern, ne? Wird wahrscheinlich noch nicht wirklich funktionieren. Aber wir haben keine andere Deckmöglichkeit, die wir treffen könnten. Das ist schon das Beste, was wir machen können. Müssen wir versuchen. Volle Kraft voraus! Ja, so langsam sicher wird es ein bisschen knapp für unsere Militärkorvette hier, ne? Der Kahn gehört uns! Los, Männer! So. Singt, dass die ganze Welt uns hören kann! Wäre zwar nice, aber von hier aus können wir nicht wirklich schießen. Hier können wir leider nicht wirklich schießen. Nichts wirklich in Reichweite. Können wir höchstens gucken, ob wir hier mit dem Mentor nochmal helfen können. Ja, sehr gut. Und Flaschenhälse. Wenigstens das hat funktioniert. Richtet die Augen auf das Ziel. Ist natürlich nicht so gut, ne? Wenn wir da hinsegeln, dann rammen wir unser eigenes Schiff. Können wir höchstens von hier versuchen. Machen wir zwar nicht wirklich viel Schaden. So, Kartätschen und Feuer. Naja, 11 Treffer. Ist auch vertretbar. So, Zug beenden. Volles Risiko, würde ich sagen, oder? Naja, wir gehen mal vorsichtig vor. Oder? Ach, komm.
Aber das Risiko, was soll's. Wissen wir schon, was als nächstes kommt? So, haben wir irgendwie die Möglichkeit, vernünftig auf den drauf zu ballern? Nicht wirklich, ne? Können wir auch wieder nur auf Entfernung versuchen. So, Kartätschen und Feuer. Das hat gut gesessen. Zug beenden. So, volles Risiko. Unser größter Ja, gut. Damit haben wir Linienschiffe gekapert. Heutzutage Seemann. Damit haben wir ein Linienschiff gekapert. Nice. Und eine Fregatte, die nicht gerade zu unterschätzen ist. Sehr nice. Ah, was für eine prachtvolle Nussschale wir wieder erbeutet haben. So, Schiff übernehmen. Haben wir. Heute können wir nochmal gucken, ob wir nichts vergessen haben. Ne, jetzt alles an Bord. Ja gut, dann weiter. Einmal frei. Und da haben wir wieder einen Hinweis bekommen über ein Piratenversteck, was sogar ganz in der Nähe ist, ne? So. Jetzt haben wir so ein starkes Schiff erbeutet, jetzt können wir sogar einen Haufen draufsetzen auf das französische Schiff, ne? Jetzt sind wir nicht mehr angewiesen auf eine Karavelle. Jetzt haben wir ein Linienschiff. Jetzt haben wir dezenten Linienschiff, was wir ja nehmen können. So, Taverne. Als erstes würde ich sagen, werden wir erstmal reparieren. Das ist erstmal das Erste. Dann gucken wir mal durch. Das sieht eigentlich nicht mal so schlecht aus hier, ne? Aber hat nur 90 Mann Besatzung. Ich meine, gut, wir könnten es ausbauen, ne? Wir könnten es ja theoretisch noch upgraden. Ich glaube, das heben wir vorsichtshalber erstmal auf. So, aber das Schmuckstück hier ist erstmal unser wichtigstes Schiff. Das ist auf jeden Fall schon unser wichtigstes Schiff. Anzahl an Kanonen 9 pro Seite. Das ist aber ein Witz eigentlich, ne? Ganz schön wenig. Ganz schön wenig eigentlich. Aber die Panzerung und die Lebenspunkte sind halt einfach mal immens, ne? Das dürfte unser neues Flaggschiff werden. Naja, müssen wir bei Gelegenheit mal durchgucken. So, jetzt werden wir uns erstmal nochmal Mannschaft organisieren. Den Akzent kriegen wir dir noch ausgetrieben. Aber sonst sind es ganz taugliche Rekruten. So, gucken wir mal. Gouverneur können wir nichts gebrauchen. Flotte gucken wir mal nochmal. So, 120 von 120. 88 von 88. Und 108 von 108. Einwandfrei. So, da müssen wir aber so schnell wie möglich erstmal zurück, ne? Nächster Kurs, Tempa. Enterausrüstung aufbauen. Müssen wir es erstmal dringend hier aus dem Staub machen, zumal hier ja Piratenversteck in der Nähe ist. Da habe ich jetzt nicht wirklich Bock drauf, dass die uns jetzt hier angreifen direkt. Ja, da wäre die Karavelle wieder, ne? Da wäre die Karavelle wieder gewesen. Ja, aber ich glaube mit dem Linienschiff sind wir ganz gut bedient. Müssen wir bloß mal gucken, was wir mit dem Linienschiff machen. Ob wir das wirklich komplett auf Entern auslegen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir gucken, dass wir irgendwo uns nochmal ein zweites Kanonendeck reinbauen. Das wird nochmal so ein bisschen die Frage werden. Müssen wir mal gucken. Aber das ist schon mal sehr zufriedenstellend. Das war mal ein richtig krasser Fight. Wie gesagt, es ist mega ärgerlich, dass wir den Bug hier hatten, der uns unsere Fähigkeiten geklaut hat. Aber dafür haben wir zumindest jetzt schon mal ein Linienschiff, mit dem wir arbeiten können. Wie gewonnen, so zerronnen quasi.
Währenddessen werden wir gleich mal gucken, die Männer haben diesen Landgang echt nötig. Ob wir nochmal Aufträge für die Gouverneure hier machen können. Nach La Pesca. Nee, danke. Mannschaften scheinen voll zu sein. Okay. So, meine Freunde, würde ich sagen, wir machen an der Stelle ruhig mal eine Folgenpause. Das passt nämlich ganz gut. Denn, ja, nächster Step wird sein, unsere Flotte auszurüsten und vor allen Dingen unser Linienschiff als unser Flaggschiff einzustellen. Ne? Haben wir gut was geschafft diese Runde. Gerne wieder fleißig Däumchen drücken und bewerten. Gerne ein Abo da lassen, falls ihr das erste Mal hier auf dem Channel sein solltet. Und dann sehen wir uns schon bald in der nächsten Folge bei Tortuga, A Pirate's Tale. Bis dahin, immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, schön gesund bleiben und ciao, ciao.